Hallo, ich nehme euch heute mit auf die wohl exklusivste Autofahrt hier in Appenzell-Innerrhoden. Unser Chauffeur, der Hans Golde. Der Hans Golde wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Er ist der älteste Autofahrer von Appenzell-Innerrhoden. Aber immer noch topfit. Sein Auto, ein Mercedes. Und wie der rollt, das seht ihr jetzt zusammen mit mir. Herr Golde, dann geht's jetzt los, oder? Jawohl. Fahren wir los. Halt die Brille einen Augenblick. So. Wir fahren jetzt einfach einmal um Appenzell herum, Herr Golde. Jawohl. Herr Golde, was bedeutet Ihnen das Autofahren? Freude. Freude. Und aber auch Notwendigkeit, wenn man Termine oder irgendetwas zeitlich in Anspruch nehmen muss. Könnten Sie sich ein Leben ohne Autofahren überhaupt vorstellen? Ja, das bleibt nichts anderes übrig. Man muss sich dann entsprechend arrangieren. Jetzt Sie fahren schon ein ganzes Leben lang Auto, Herr Golde. Haben Sie oder sind Sie auch schon gerast? Nein, das habe ich nie getan. Moment, wir fahren geradeaus. Ja, oder hier nach rechts, würde ich sagen, ja, oder? Ja, das genau. Eben, das da. Da können wir rechts durch. Das bin ich nie gefahren. Ich bin immer entsprechend der Vorschrift, aber auch sonst, wo die Vorschrift nicht war, immer in einem gewissen ordentlichen Rahmen, Geschwindigkeitsmäßig gefahren. Das heißt, Hans Golde hat auch nie eine Buße erhalten? Nein, also ich kann mich jedenfalls im Moment daran nicht erinnern. Also das kann schon sein, dass ich mal in den vielen Jahren irgendwann mal was bekommen habe, aber das bekommt jeder Autofahrer. Jetzt gibt es sicher auch Leute, Herr Golde, die denken, mit 100 Jahren muss man nicht mehr Auto fahren. Was sagen Sie diesen Leuten? Es hängt, glaube ich, von dessen Gesundheit ab und von dessen vor allen Dingen geistigen Dasein. Und insofern kann man das pauschal nicht immer gleich sagen. Es hängt von der Person ab. Und seinen Zustand. Wir fahren jetzt da wieder Richtung Appenzell zurück. Jetzt sind Sie ein Mann der Straße, seit vielen Jahren mit dem Auto unterwegs. Was sagen Sie den anderen Autofahrern? Über was ärgern Sie sich manchmal, wenn Sie unterwegs sind? Ja, kontrolliert fahren, in Ruhe die Dinge angehen, nicht leichtsinnig und überlegen, die Dinge auf sich zukommen lassen. Unterwegs mit dem Herr Golde, der ja 100 Jahre alt, der älteste Autofahrer von Appenzell-Innerrhoden.